Hier hat alles angefangen. In Italien, im Schatten des Monte Viso. Antonio, imbecille! In einem dieser Häuser haben mein Großvater und meine Großmutter gewohnt. Jeden Winter vor dem Schnee ging die Hälfte der Bevölkerung nach Frankreich. Schornsteinfeger, Lumpensammler, die Italiener waren für alles gut. Hör dir an, was in dieser französischen Zeitung steht. Was die italienischen Arbeiter auszeichnet, ist, dass sie flexibler sind. Es gibt bei diesen Arbeitern keine persönliche Würde. Sie lassen alles über sich ergehen. Die Kinder lernten in der Schule Französisch. Die ersten Wörter, die sie kannten, waren Fils de pute de Macaroni. Warum steht das da, Papa? Warum? Weil sie Angst haben, dass die Hunde die Italiener beißen, verstehst du? Also dann, Kinder, wir gehen. Ein bisschen nach rechts. Mit dem Essen spielt man nicht. Il fascismo. Forza Gino! Der kleine Vogel kommt gleich raus. Lügner, da ist gar kein Vogel. Mir wurde klar, dass meine Oma früher jung und schön gewesen war und dass man sie begehrt und geliebt hat. Was macht ihr da? Mit Essen spielt man nicht.